So, jetzt filme ich euch für den YouTube-Kanal und für meine Freunde. Das gibt jetzt kein sonderlich großes Video, aber ich filme euch jetzt was. Das ist ein kleines Sonntagsprojekt und ich sage nur eins, das ist Teil 2. Ich war schon mal da und wie gesagt, Teil 2 gibt es. Ha, da dürfen wir gar nicht lang fahren. Aber wir laufen ja. Können wir ruhig so lang laufen. Ich bin jetzt der Einbahnstraßenläufer. So die Natur bis die Aufnahme. Die schöne Natur. Ach, wie herrlich. So geht's jetzt den Waldweg. Ich höre schon ein paar Leute. Das ist jetzt nichts so Gefährliches. Da gibt es noch ein Teil. Ah, ich habe kein Handy dabei. Wie das letzte Mal, bitte. Ist egal, da gibt es noch ein Teil, wo komplett, wo keiner weiß. Da gehen wir auch mal an. Aber jetzt gehen wir erstmal da an. Wir können dann mal gucken, wie das so früher war. Das war noch Zeit. In diesem Film geht es um den Panzer M24 Chaffee, der bei Spicheren steht und die dahinter befindliche Bunkeranlage. Dieser Panzer wurde 1997 der Stadt Spichern von Veteranen der 70. US-Infanterie-Division für die Gedenkstätte geschenkt. Der amerikanische Panzer 1945 auf der sehr schönen historischen Spicherer Höhen, eine Kriegsstätte zweier Weltkriegen in der deutsch-französischen Grenzregion, ist eine lohnende Sehenswürdigkeit und eine klare Weiterempfehlung wert. Die Spicherer Höhen waren am 6. August 1870 der Schauplatz einer Schlacht des Deutsch-Französischen Krieges. Heute befinden sich dort mehrere Gedenkstätten. Die Bunkeranlagen in dem Film gehören zur sogenannten Spichernstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Spicherer Höhe in die Verteidigungsanlagen des Westwalls eingebunden waren. Die gezeigten Panzersperren befinden sich auf deutscher Seite. Sie liegen unterhalb der Saarbrücker Hohe Wacht. Der Panzer ist eine Erinnerung an die 70. US-Infanterie-Division, die am 21. Februar 1945 das Dorf Spicheren befreite. Spicheren, deutsch Spichern, ist eine französische Gemeinde mit 3218 Einwohnern im Departement Moselle in der Region Grand East. Der Ort wurde in Deutschland und Frankreich bekannt, weil Spichern Schauplatz der Schlacht bei Spichern des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71 war. Der Name des 1259 erstmals erwähnten Dorfs leitet sich vom lateinischen Wort Spicarium für Getreidespeicher ab. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Viele Wege führen nach... Ja, hallo. Es gibt immer einen Weg, wie man irgendwo hinkommt.
zeige euch jetzt mal was. Ich fühle mir jetzt gerade weg. Die Ortschaft gehörte 1376 Arnold von Piddingen als Lehensträger der Herrschaft Vorbach und dann zu Lothringen. Grabdenkmal am Waldrand, Hauptmann Franz Mutrak, die Spicherer Höhen. Durch den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 kam die Region an Deutschland und das Dorf wurde dem Kreis Vorbach im Bezirk Lothringen im Reichsland Elsass-Lothringen zugeordnet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Region aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 wieder an Frankreich abgetreten. Der Bezirk Lothringen blieb in seinen 1871 entstandenen geografischen Ausmaßen erhalten und wurde in Department Moselle umbenannt. Ich muss da auch noch nur im Video muss ich da auch noch Bilder machen von allem. Das ist hier schmierig, glatt und rutschig wie Ochs. Am Nachmittag des 6. August 1870 begannen neben weiteren verlustreichen Gemetzeln der Sturm preußischer Truppen gegen den Roten Berg, einer steilen Erhebung östlich von Spichern, den die Franzosen zunächst hartnäckig verteidigten. Schließlich mussten sie zurückweichen und ermöglichten somit den weiteren Vorstoß der Preußen, was letztlich zur französischen Kapitulation mit Beitrug führte. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs spielten die Spicherer Höhen eine bemerkenswerte Rolle für die deutsche Verteidigung, weil dort deutsche Truppen nach dem Rückzug französischer Truppen an die Maginot-Linie auf seit 1919 französischem Staatsgebiet stationiert waren. Die Nähe zu den saarländischen Industrieanlagen und zur Großstadt Saarbrücken gebot aus deutscher Sicht die Einnahme des Giffertwaldes nahe Spicherns. Im Dezember 1939 wurden auf den Spicherer Höhen erste provisorische Unterstände errichtet. Am 24. Dezember 1939 besuchte Adolf Hitler die dortigen Stellungen. Begleitet wurde er von Erwin von Witzleben, dem Oberbefehlshaber der 1. Armee. Aus Anlass der ersten Kriegsweihnacht läuteten die Glocken der Kirche St. Laurent von Spichern. Eine der Unterstände wurde in der Folge als Adolf-Hitler-Stellung bezeichnet. Von Januar bis Juni 1940 wurde die Spichern-Stellung als Teil des Westwalls ausgebaut. Die Bunker der Spichern-Stellung wurden nicht geschleift. Zum 1. April 1943 wurden Spichern ebenso wie die Stadt Vorbach, die bereits um Stieringen und Schöneggenkrieg geworden war, und die Gemeinden Alstingen und Kleinrosseln aus dem Landkreis St. Avold herausgelöst und als besonderer Verwaltungsbezirk Vorbach in die Verwaltung der Stadt und des Stadtkreises Saarbrücken übernommen, überführt. Das geschah im Vorgriff auf die Bildung des Reichsgaus Westmark, die bis Kriegsende nicht mehr stattgefunden hat, und die geplante formelle
Eingemeindung nach Saarbrücken. Am 21. Februar 1945 nahmen US-amerikanische Truppen der 70. Infanteriedivision Trailblazers das Dorf ein. Auf der Spicherer Höhe befinden sich die deutsche Kriegsstätte Spicherer Höhen. Mit im Frontbereich gefallenen deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Ein am 8. Mai 1997 von den Veteranen der Trailblazers der Gemeinde Spicher gestifteter Panzer M24 Chaffé mahnt an die Schrecken des Krieges. Zwei Ähren auf dem Wappen der Gemeinde sollen daran erinnern, dass der Ort ursprünglich als Getreidespender genannt wurde. Das Schwert, das diese zwei Ähren trennt, erinnert an die Schlacht im Französisch-Deutschen Krieg, Juli 1870 bis Februar 1871. Der M24 Chaffé war ein leichter US-amerikanischer Panzer der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der als Aufklärungspanzer konzipiert und auch klassifiziert war. Von verschiedenen Nutzerstaaten wurde er darüber hinaus als Kampfpanzer eingesetzt. Er war der Nachfolger des Stuart-Panzers und ging ab 1944 in die Serienproduktion. Der Chaffé war luftverlastbar und gilt als der erste echte Leichtpanzer der Welt. Er hatte eine hohe Feuerkraft und wies als erster US-Panzer eine günstig abgeschrägte Panzerung auf. Wie andere erfolgreiche Fahrzeuge des Zweiten Weltkriegs wurde der M24 in weite Teile der Welt exportiert. Das Muster befand sich noch im Kampfeinsatz, lange nachdem er bei der US Army ausgemustert und durch den Aufklärungspanzer M41 Walker Bulldog ersetzt worden war. Die ersten M24 erreichten Europa im Dezember 1944. Hauptaufgabe der M24 war die gewaltsame Aufklärung an den Flanken der gepanzerten Hauptkräfte. Nur langsam konnten die Einheiten mit dem M24 ausgestattet werden. Bei Kriegsende waren die meisten Aufklärungsbataillone noch immer mit dem M5 ausgestattet. Die vorhandenen Panzer M24 hatten sich bis dahin als sehr brauchbar erwiesen. Insbesondere die gute Geländegängigkeit und das im Vergleich zum M5 größere Kaliber der Kanone fanden die allgemeine Anerkennung. Die auf der französischen Seite gelegenen Anlagen sind deswegen heute noch zu großen Teilen vorhanden und geben eine gute Vorstellung von den typischen Anlagen des Westwalls. Meine Freunde des Videokanals und Doku-Kanals, das ist jetzt der Abspann. Ich verabschiede mich jetzt. Und dann nehme ich euch noch das kleine Schild auf, dass ihr sie ein Video überwacht. Und das war's.